Wer weiß? Wir gucken mal. Erhalte 25 Boni für Schnelligkeit. Vielleicht. War das schnell? Oh mein Gott. Das ist ja unfair. Das wird echt schwer, glaube ich. Kamera, Kamera, Kamera. Was möchtest du haben? Stativ. Und du möchtest das suchen haben. Na, das wird nichts mit Schnelligkeit bei ihr. Denke ich nicht zumindest. Einmal hier hin, einmal dahin. Wir können hier nochmal abfrühstücken. Dann machen wir hier. Ich kann's nicht. Ich bin echt zu doof dazu. Ich bin immer zu schnell am Klicken, ne? Nervosität auch genannt, glaube ich. Man will immer alles richtig machen und am besten auch am schnellsten. Na gut. Einmal butscheln und wedeln. Da einmal den PC-Hack starten. 9, 0, 0 und 6. Na klar, kein Problem. Wir füllen nochmal auf, frühstücken euch ab. Kommst du nicht raus, weil... Achso. Der wartet dann noch darauf, dass er abgefrühstückt werden kann. Einmal schnell so rum. Dann haben wir hier das einmal so. Vielleicht muss ich mir auch echt langsam die Bilder merken von den Personen, die abgebildet werden. Vielleicht kriege ich sie dann schneller hin. Der guckt echt böse. So, machen wir eine Dreier-Kombo. Laufen schnell damit hin. So, Handy muss schneller gehen. Du möchtest noch zum Sheriff. Du möchtest das haben. Du möchtest hier vorne hin. Dann füllen wir das Ganze einmal auf. Wir stücken euch zwei schon mal ab. Sie wird wahrscheinlich eh noch warten. So, du kommst dahin. 1, 8, 8, 1. Okay, das war einfach. Was möchtest du haben? Du möchtest einmal... Nein, das war falsch. So rum. Da kriege ich wahrscheinlich keine Schnelligkeit. Oh, doch. Keine Schnelligkeitsboni bekomme ich. Wow, 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 wow. Einmal aufgefüllt und dann hier vorne nochmal. Erstmal hin. Nicht zum Falschen laufen. Ei, ich hab's verpasst. 9, 7, 8. Okay, das ging ja dann doch noch recht flott. Du möchtest zum Sheriff. Der möchte Wasser haben. Wasser dauert leider immer einen kleinen Moment. Vielleicht klappt's ja trotzdem. Oh, was möchtest du haben? Nein, er kann hin. Perfekt. Er möchte auch Wasser haben und dann gehen wir da gleich einmal hin. Dann haben wir das Handy. Du kommst hier hin. Dann das Wasser. Du sollst ab dahin. Dann brauchen wir die Kamera. Was möchtest du haben? Nur mit Blitz. Jawohl. Du kannst hier vorne hin. Oh, da müssen wir noch kurz warten. Du kommst dahin. Dann hast du hier vorne die Möglichkeit hinzugehen. Dich müssen wir abfrühstücken. Dann kannst du hier hin. Sagen, warum wird das denn nicht grün hier? Das war eng. Ich habe echt das Gefühl, das kriegen wir nicht hin heute mit der Schnelligkeit. Mit dem Boni. Kommen noch Leute, bitte? Ich wollte gerade sagen, bitte noch ein paar Leute, die herkommen müssen. Eieiei. War das Feld das eine Mal auch schon so groß? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Sehr groß gerade. So, dahin. Du möchtest hier auch hin. Du möchtest das Foto bekommen. Du möchtest hier vorne hinkommen. Oh, das wird eng. Gibt es dafür auch Schnelligkeit? Nee, ne? Renn hin. Oh. Einmal hier hin. Was möchtest du haben? Du möchtest das haben. Du kannst hier hin. Los, lauf hin. Oh, wir haben es gerade noch so geschafft, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Heftig. Es ist aber alles aufgefüllt. Wir haben die drei Sterne, wir haben die Herausforderung. Yes. Perfekt. Juhu. Und wir haben dann drei Diamanten bekommen. Insgesamt haben wir jetzt auch die drei, stimmt. Und wir nähern uns dem Ende bald. Bei Level 60 ist es dann leider vorbei. Nutze lediglich einen Platz in deiner Ablage. What?
Bitteschön, ich habe ein paar interessante Ergebnisse für Sie. Schießen Sie los. Das Blut am Fass passt zu Justin Hall und die Fingerabdrücke passen zu einem Ihrer Opfer, Logan McDermott. Ich glaube, Logan könnte Justin getötet haben. Das ist definitiv möglich, wenn man diese Daten bedenkt. Ich habe ein wenig über Justin Hall recherchiert und über Walsh Werft. Irgendwas Interessantes gefunden? Gegen Walsh Schiffswerft wurde vor 5 Jahren ermittelt und Walsh wurde ziemlich Feuer unter dem Hintern gemacht. Mein Vater war einer der Officer, die an diesem Fall gearbeitet haben, ehe er in Rente ging. Was ist passiert? Warum wurden die Ermittlungen eingestellt? An dieser Stelle wird es verdächtig. Sie haben alles irgendwie Justin Hall zugeschrieben. Klingt unwahrscheinlich. Der LKW-Fahrer soll der Drahtzieher der ganzen Operation gewesen sein? Alles führt mich direkt zurück zu Victor Lane und zu dem Fall, über den er mich belogen hat. Nur schon Sie ihn, Parker. Er ist ein guter Mann. Das werden wir sehen. Gerade noch mal ganz schnell was getrunken. Ich habe, glaube ich, auch voll ins Mikro reingematscht. Aber passt schon. Ich darf nur eine Sache im Inventar haben. Voilà. Aber mehrere Sachen ja gleichzeitig machen. So, das einmal halten. Das auffüllen. Du kommst hier hin. Er möchte die Kamera haben. Danach möchten wir das einmal tun. Hoffe ich zumindest. Du kommst dahin. Du gehst hier hin. Das ziehen wir einmal hin und her. Du kannst hier dann... Da war grün. Da war auch grün. Vielleicht muss ich auch einfach langsamer machen, damit dann... besser funktioniert. Ich weiß es nicht so ganz. So, du möchtest damit hin. Wir wollen das Ganze nehmen. Du kommst hier hin. Hallo, Karlchen. Hallo. Machen wir auch mal was. So, da haben wir jetzt 4 Abschnitte. Machen die Dreierkombination mal fertig. Dann können wir da auch gleich nochmal hin. Grün, grün, fertig. Oh, vielleicht... Dann möchtest du das haben. Du möchtest zum Sheriff. Nicht mehr als einen Platz im Inventar benutzen. Okay, okay. Da können wir dann eben im Prinzip eigentlich gleich hinlaufen. So. Ach komm schon, ich war voll frei. Das ging ja gerade nochmal gut. Einmal zum Sheriff. Wir wollen das hier benutzen. Du möchtest hier in den Verhörraum. Dann wutscheln und wedeln wir mal schnell. Ach, wir füllen mal auf. Du kannst hier vorne hin. Hier können wir abfrühstücken. Was müssen wir hier machen? Ach, diese Spirale. Das haben wir ja lange Zeit nicht mehr gehabt. Das ist ja schön. Das freut mich zu hören. So. Konzentration. Grün, grün, grün. Klappt, glaube ich, besser, ne? Und dann haben wir hier vorne noch was. Ihr könnt mir ja mal bitte sagen, also wir sind jetzt ja fast mit dem Spiel durch. Ich habe das jetzt ja... komplett vorproduziert in eins durch, mehr oder minder in eins durch. Wie mögt ihr das? Ist das angenehm? Oder sagt ihr, boah, ne, die Spiele gehen gar nicht? Oder das Spiel geht gar nicht? Oder möchtet ihr davon vielleicht noch ein bisschen mehr sehen? Also ich denke, den zweiten Teil, weil es gibt einen zweiten Teil, den würde ich schon gerne noch zeigen. Den, ich weiß nicht. Ich habe momentan voll Bock auf die Spiele, deswegen... hätte ich das eigentlich auch schon wirklich, wirklich gerne gemacht. Die andere Sache ist die, es gibt aus der Reihe ja natürlich auch noch andere Themenfelder. Das ist so die Frage, ob wir da uns auch mal ein bisschen mit, sag ich, beschäftigen wollen. Es gibt da was mit Tieren, eine Tierarztpraxis. Das wäre jetzt sowas, was mich noch sehr stark interessieren würde. Davon kenne ich allerdings den ersten Teil schon, deswegen ist das wirklich eine schöne Sache. Das andere, gibt es dann noch irgendwie so ein... Oh, jetzt muss ich überlegen. Naja, Schönheitssalon glaube ich nicht. Irgendwie so ein Kleiderding oder sowas. Das wäre jetzt nicht unbedingt etwas, was ich spielen müsste. Wir könnten es machen, wenn das Interesse besteht, weil ich denke, auch die Teile werden gut sein. Sind aber wirklich sehr, sehr girly-mäßig aufgemacht. Also alles sehr, sehr... Weiß ich nicht. Also wirklich sehr... mädchenhaft. Das ist die Frage, ob das gefragt wird. Ansonsten gibt es noch
die Delicious-Reihe. Das geht eher so ein Kochrestaurant, obwohl da müsste ich mich erstmal durchforsten, welches ist überhaupt der erste Teil, womit fangen wir an, womit hören wir auf. Das müsste ich dann einmal gucken. Da gibt es, glaube ich, Unmengen an Teilen. Yay, wir haben alles gefunden. Wir haben 3 Sterne. Wir kriegen jetzt richtig Punkte. Ich rede gleich mal weiter. So, die Unterlagen von Victor Lane, einschließlich ein Ordner für Justin Hall. Was für ein merkwürdiger Fall. Hier gibt es kaum einen Beweis gegen Hall. Wie konnte er nur im Gefängnis landen? Was ist das? Eine medizinische Akte von Rose Lane. Bei der Geburt verstorben. Daisy ist 5 Jahre alt. Lane hatte also an Justins Fall gearbeitet, als seine Frau gestorben ist. Er sagte, es sei eine schwierige Zeit für ihn gewesen. Der einzige Fall, den er jemals verloren hatte. Das hier hatte er gemeint, nicht den Fall verloren zu haben, sondern seine Frau. Oh, Lane, warum haben Sie es mir nicht einfach gesagt? Du wolltest nicht zuhören, Madame. Du wolltest absolut nicht zuhören. Na gut. Wir fangen gleich an mit der Herausforderung. Lasst mir mal bitte Kommentare unten da, wenn ihr sagt, ja, ich hätte total Lust, wenn wir den zweiten Teil spielen oder auch ein bisschen was aus der anderen Riege. Das würde mich zumindest sehr freuen. Ich denke, das ein oder andere wird hier dann trotzdem kommen, wahrscheinlich. Also der zweite Teil halt auf jeden Fall, weil das bockt einfach. Ich finde es total angenehm, mal sowas zwischendurch zu spielen. Aber machen wir erstmal mit unserer 25. Herausforderung an. Die Menschen kommen mit schlechter Laune. Yay! Als ob wir das nicht sowieso schon genug gut finden. Ja, kriegen wir jetzt immer diesen Düdün-Ton. Wir kriegen immer diesen Düdün-Ton. Das ist der hier. Du kommst hier hin. Du möchtest die Kamera haben. Mit was willst du die Kamera haben? Mit dem Stativ, natürlich. Und du möchtest die Tinte mit dem haben. Ach, verdammt. So, einmal halten. Der Officer möchte hier gerne Platz nehmen. Du kannst hier vorne Platz nehmen. Wir machen gleich einmal das Handy-Game. Einmal geknackt. Der möchte Wasser haben. Und euch frühstücken wir in der Zeit dann schon mal ab. Damit wir zumindest ein paar Punkte bekommen. So, dann kannst du zumindest schon mal hier hinkommen. Du kommst hier hin und du kommst dahin. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen, damit wir ein paar Herzen hochkriegen hier. Wäre zumindest ganz sinnvoll. Rutscheln und wedeln. Auffüllen. Du möchtest hier vorne hin. Das machen wir sofort. Das machen wir sofort. Du kannst dich erstmal schon mal bedient fühlen. Dann kriegst du natürlich die Variante. Dann füllen wir das auf. Du kommst bei dem Chef rein. Ja, ich denke, es wird eine ordentliche Herausforderung. So. Da kannst du schon mal Handygame machen. So, du möchtest auch zum Chef rein, du möchtest das mit dem Wattestäbchen haben und du willst in den Verhörraum. Das kriegen wir doch alles hin. Sie hat sogar mehrere Herzchen jetzt bekommen, das freut mich zu hören. Zu hören, zu sehen, was auch immer. Du kommst hier vorne hin, gerade mal unseren ersten Stern erreicht, das ist echt nichts. Na, obwohl Hälfte, ne? Grün, grün, grün. Juhu! Dann machen wir einmal die Dreierkombination, bevor die noch ihre Herzchen verlieren. Schnell hin. Was haben wir? Wir haben das mit dem Lilanen. Du kommst hier vorne zu dem Tisch. Du möchtest irgendwas in dem Dings haben. Du willst zum Chef. Ja. Euch schon mal abfrühstücken. Er möchte die Zeitschriften ab oder was auch immer das ist. Nee, Tatortfotos. Und ich sage immer Zeitschriften. Ich habe es übersprungen. Wir verlieren 1 Stern. Ja, wenn ich wieder unkonzentriert bei der Sache bin, ne? Sonst kommt sowas, kommt dann dabei raus. So, wir brauchen nur die Kamera. Das bringen wir ihm schon mal rüber. Du möchtest hier vorne hin. Darf ich dir ein Wasser anbieten? Nein, du möchtest gerne Fingerabdrücke kontrollieren, aufnehmen oder wie auch immer. Und dann kommst du hier vorne hin. Wir füllen das nochmal auf. Dann machen wir wieder dieses wunderbare Konzentrationsspiel. So. Dann haben wir eine 4er-Kombo. Läuft aber noch ganz okay, oder? Würde ich jetzt erstmal so behaupten. Muss man nebenbei trotzdem kurz was trinken. Die verschiedenen
Stimmen erfordern dann doch einiges an Hals. Klingt falsch, aber ist doch ein bisschen anstrengender. Da muss man da doch mal das ein oder andere ein bisschen mehr trinken. Ich habe eigentlich gedacht, du gehst damit hin. Oh, der verliert gleich noch ein Herz. Das wollen wir nicht. Einmal auffüllen und einmal das Handy spielen. Yay! Aber warum schließt er das schon ab? Wir sind doch noch gar nicht fertig. Und die Karte. Jetzt haben wir es fertig. Mach doch mal, Mensch. Grün. Manchmal muss man sich so prägnante Farben aussuchen. Oh, und nochmal einen auffüllen. Ja! Dann haben wir alle Punkte, alle Sterne. Alles aufgefüllt, obwohl dafür kriegen wir, glaube ich, bei Herausforderungen nicht viel. Kriegen nochmal drei. Ist ja fabelhaft. Wir geben uns jetzt einmal in das letzte Kapitel, das wir jetzt hier auf der Seite haben. Ich bin gespannt, was uns im nächsten erwartet. Ich würde sagen, nach dem Level gucken wir nochmal kurz bei den Diamanten mit rein, was wir uns nochmal so freikaufen könnten. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Vielleicht machen wir auch nochmal die tägliche Herausforderung. Wäre doch eigentlich auch ganz lustig. Verhindere, dass Stella geht. Was? Parker, geht es Ihnen gut? Nein, nicht wirklich. Wussten Sie über Lanes Frau? Nein, ich habe Daisy getroffen, aber ich wollte mich nicht in seine Angelegenheiten einmischen. Warum ist er immer noch verheiratet? Oh nein, ganz und gar nicht. Seine Frau starb vor 5 Jahren bei der Geburt, in der Zeit, als Justin Halls Fall bearbeitet wurde. Ich hatte keine Ahnung, aber das erklärt eine Menge. Er ist charmant, aber distanziert. Emotional, meine ich. Er ist charismatisch, aber vorsichtig. Er redet nie über sein Privatleben. Ja, Sie haben recht. Ich hätte ihn nicht so angreifen sollen. Nun, Sie hatten eine ziemlich harte Woche, Parker. Ah, ich muss es wieder gut machen. Ich muss los und meinen Partner holen. Oh, okay, Partner holen. Meint sie damit ihn? Ja, ja. Das ist okay. Ich warte mal kurz, bevor es runtergelaufen ist, damit ich hier ganz in Ruhe erstmal noch die Sachen machen kann. Die Frau mit Bart sah doch eigentlich auch ganz schnieke aus, oder nicht? Wir brauchen Kamera mit Blitz und wir können nochmal das aufnehmen und dann gehen wir zu Stella. Oh, wir geben das gar nicht ab. Ah, verstehe. Du kommst hier hin. Oh, ich bin zu langsam. Das hier, Fingerabdruck. Oh mein Gott, nein, bitte bloß nicht wieder das hier. Das ist der Horror. Dann brauchen wir einmal das. Füllen das nochmal auf. Dann kommst du da mit rein. Du kommst hier hin. Hier ist Karlchen. Du kommst hier vorne ran. Dann suchen wir einmal das schicke Bild raus, was ich eben schon wieder verpasst habe. Kriegen aber trotzdem gerade noch so den dritten Stern. Wir frühstücken euch oben einmal ab. Wir machen einmal das hier mit... Ach Gott, das kann ich doch gar nicht mehr. Du kannst dich hier vorne mit hinsetzen. Du möchtest Wasser haben. Du willst zum Sheriff. Gar kein Problem. Stella, warte noch kurz. Du musst noch nicht gehen. Das kriegen wir doch alles noch geregelt. So, mach mal das. Du gehst schon mal dahin. Grün! Grün! So, du willst auch zum Sheriff, kein Problem. Wir holen nochmal das. Du willst in den Verhörraum, oder muss besser gesagt. Sind die auch fertig? Wir füllen hier schon mal auf. Du kommst hier vorne mit hin. Holen wir uns die Fingerabdrücke. Wir brauchen, verdammt, das hier und den Kreis. Ja, da verliere ich immer Sterne. Das kann ich einfach nicht so gut. So. Dann machen wir nochmal schnell das hier. Pink und Blau. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis Stella da wieder was von uns möchte. Das machen wir gleich hier im Anschluss. Grün, grün war es gewesen, grün war es gewesen, grün war es gewesen. Ich bin da echt nicht gut drin. So, sprich mal mit ihr. Einmal der Brief, dann dahin. Können wir eigentlich ganz gut was anderes noch anklicken. Ne? Okidoki. Du kommst hier vorne hin. Du möchtest Wasser haben. Du kannst einmal hier vorne an den Tisch kommen. Du bekommst dein Wasser. Du möchtest einmal zur Kamera. Was darf ich dir mitbringen? Kamera und Stativ. Okay, dann gehen wir einmal so rum. Du kannst hier vorne zum Tisch. Dann können wir nochmal Wasser aufsetzen. Oh mein Gott!
2 Sterne. Du kannst hier in den Verhörraum. Dann machst du so, so. Wir gehen zu Stella. Gehen danach zu dem Polizisten. Ach, das war grün. Grün, grün. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu schnell. Ja, im Himmel. So oft kann man das doch gar nicht verkacken, oder? Also, scheinbar schon, aber meine Güte. Einmal in den Verhörraum. Wir machen hier mal eine Vierer-Kombo. So kriegen wir zumindest schon mal unseren zweiten Stern. Dann hier hin. Das kannst du machen. Oh. Grün. 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 Das war gerade so. Aber wir haben es geschafft. Darauf kommt es jetzt an. Einmal in den Verhörraum mit dir. Stella will da unten auch noch mal was haben. Dann gehen wir erstmal noch mal zu ihr hin. Können wir ja gleich einmal zu den Burschen hier. Können wir ja eh... Oh mein Gott. Mach doch einfach alle. Es waren alle, oder? Oh, jetzt hat er es nicht genommen. Klar, warum nicht? Ein bisschen auf die Kacke hauen hier. Oh, schön. Es gibt noch so viele gute andere Rätsel, die wir machen können. Müssen wir dieses Gesicht aussuchen machen? Gerade so 3 Sterne erreicht. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Einmal das Bild von Parker, wollte ich gerade schon sagen, von Lane. Einmal Fingerabdrücke, natürlich, klar, sicherlich. Das wollen wir doch alle. Wow, ich habe es mit 3 Sternen geschafft. Das hätte ich nicht erwartet. So, wir brauchen einmal die normale Kamera. Dann machen wir noch schnell die Fotos, warten, bis das fertig ist und frühstücken dann einmal die 5er-Kombo ab. Und dann bin ich gespannt, wie wir Level 50 beenden. Was hier rauskommt. Ulala. Kommt er? Oder läuft sie zu ihm? Ich bin gespannt. So, ein paar Münzen haben wir auch eingesammelt. Daisy, geht es dir gut? Wo ist dein Daddy? Hi, Lily. Daddy ist weg. Nein. Daisy, hat dein Daddy gesagt, wo er hingehen wollte? Er hat gesagt, dass er ein Rätsel gelöst hat. Und dass er alles wieder gut machen muss. Das ist alles meine Schuld. Ich muss ihn finden, ehe es zu spät ist. Oh, die arme Daisy. Ist sie den ganzen Tag alleine eigentlich? Ist sie den ganzen Tag allein? Ich hoffe nicht. So, wir schauen uns aber trotzdem nochmal hier vorne um. Wir haben jetzt 8 Diamanten. Wir könnten die Seite voll... Voilà. Könnten die Seite endlich voll machen. Denn ich denke mal... Schauen wir mal. Ach, nee, die tägliche Herausforderung würde ich dann eher so auf die nächste Folge mitschieben. Wir holen mal die 2 hier vorne. Dann haben wir das voll. Ein Foto von Lane, der ein Neugeborenes hält. Oh, das ist mit Sicherheit Daisy. Ergebnisse der Blutanalyse von Justin Hall. Oh, das muss man natürlich direkt darunter machen. Das ist eigentlich immer das gleiche Bild von ihm. Das ist immer das gleiche Bild von ihm. Und das haben wir gefühlt 10.000 Mal. Nun gut. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf und wir haben nur noch ein paar Level, nur noch die 9 bzw. 10 Stück. Ich bin... ich will gar nicht, dass es aufhört. Achso, wir können ja nochmal gucken. Die haben wir jetzt auch mit freigeschaltet. Das wird wahrscheinlich unsere Endszene sein. Ich bin gespannt. Aber bis dato würde ich sagen, viel Spaß. Und naja, was heißt viel Spaß? Aber ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.